Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es weiter im Construction Simulator zusammen mit McManus. Es geht weiter an unserer Raststätte, die wir bauen. Da hatten wir ja schon in den letzten Videos angefangen. Falls du da nochmal was nachgucken möchtest, verlinke ich dir hier oben und auch unten in der Videobeschreibung die Playlist. Guck dir die Videos gerne nochmal an, damit du auf dem aktuellen Stand bist. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Video. Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Bausimulator 22. Oh, weißt du was, ich sage jetzt einfach Bausimulator 23. Aber ist das? Aber das schreibe ich auch in den Titel. Voll Clickbait. Ich wollte gerade sagen, Junge, jeder schaltet ein und denkt sich so, wow, da gibt's was Neues. Denkt so, wow, neues Game, geil. Mhm. Ja, aber die Cracks wissen natürlich, dass es der Bausimulator 22 ist, mit der lieben Sophie zusammen. Hallo. Die findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung. Du Sophie, cool. Ich habe vergessen, meine Musik anzumachen. Muss jetzt nochmal von vorne anfangen. Nee, los. Machst du deine Musik immer direkt an? Legst du die nicht danach unter das Video? Nein. Hallo, das ist Arbeit. Entschuldigung. Ich bin pragmatisch. Ich arbeite so effizient, wie es überhaupt geht. Okay, entschuldigt. Sorry, dass ich frage. Dieses extrem effizient, arbeiten? Ja. Entwickelt man erstens mit Kindern. Und zweitens, wenn man das Ganze hier nicht Vollzeit machen kann. Wie das Ganze nicht Vollzeit machen kann? Ja, wenn man YouTube Twitch nicht Vollzeit macht. Aber du machst es doch Vollzeit. Ja, aber ich habe es ja so viele Jahre nicht Vollzeit gemacht. Ach so. Mhm. Ja, und dann habe ich die Effizienz des Todes entwickelt. Mhm. Und seitdem bin ich sau effizient, weißt du wie? Der Efficiency. Maximum Efficiency. Ja, okay. Ja, krass. Vielleicht komme ich irgendwann auch noch an den Punkt. Effizient zu sein? Effizient zu sein, ja. Aber du bist bestimmt effizient wie Sau, oder? Ich weiß nicht, wie man das definiert so. Also, I don't know. Ich bin ja auch noch so, ich nehme ja auch im Nachhinein immer nochmal ein Intro auf und ein Outro auf und ja, das sowas alles. Ich. Und ich lege meine Musik selber nochmal danach drunter und so. Darf ich fragen, du brauchst ja nun Musik, die... Ey, sag mal, wo kommt das Teil hier hin? Ich frage mich auch gar, was du da machst. Ja, wo kommt das hin? Keine Ahnung, vielleicht hier hinten? Hier hinten? Meinst du? Ja, hier leuchtet es doch ein bisschen hellblauer, oder? Ja, wenn das da hellblauer leuchtet, dann komme ich mal dahinter. Aber ich kann sich, vielleicht sieht das auch aus meiner Sicht jetzt nur hellblauer aus. Boah, Mann, oh ey. Hoffentlich reicht der Kran. Und doch, das sieht gut aus hier, finde ich, dass es dahin passen könnte. Soll ich das mal hier reinbauen? Ja, mach mal. Das passt, oder? Oh, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt habe ich den richtigen Kurs hier. Das ist es doch. Das ist es nicht. Das ist es nicht? Das ist es nicht. Warte mal, wie drehe ich das denn? Hey, das ist Safe Call, das. Also, das sieht doch genauso aus. Aber guck doch mal, das unten... Das geht nicht. Ach so, weil da unten ein Querstream ist noch. Hä? Hä? Na, hör mal. Aber die sind doch... Das sind alles die gleichen Teile hier. Die haben alle keinen Querstream unten. Was, die haben keinen Querstreben unten? Die hier alle nicht, nee. Oder er ist halt im Beton drin, der Querstreben. Rein optisch so, das kann auch sein. Sagt man der Querstreben? Das ist doch der Streben, oder? Das ist nicht die Querstrebe. Strebe? Boah, ich hätte jetzt der Querstreben gesagt, aber da würde ich meine Hand auch nicht für ins Feuer legen jetzt an der Stelle. Oh mein Gott, habe ich jetzt dich gerade in Deutsch verbessert? Nee, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch einfach recht. Das ist grundsätzlich erstmal das, wovon wir ausgehen. Ja, also prinzipiell hat die Frau erstmal recht. Aber ich weiß es nicht. Warte mal, vielleicht haben wir auch die falschen Teile hier geholt, ne? Ich hole mal die andere Wand noch raus. Ich habe alle geholt. Nee, ach so, stimmt. Ich habe alles geholt. Aber warte mal, ist das hier schon... Aber da fehlen doch welche. Stimmt, das sind nicht genug. Aber nee, hä, wir haben doch irgendwo einen abgestellt. Du hast doch schon einen weggehoben. Ja, wo ist denn der? Ich weiß nicht, wo du den abgestellt hast. Hast du ihn nicht hier hinten irgendwo abgestellt? Nee, oder hast du ihn... Ja, wo hast du den hingestellt? Warte mal, das hat da reingepasst. Das ist ja schon mal super. Wo habe ich den denn hingestellt? Ich bin mir auch sicher, ich habe einen runtergeladen. Ja, ja, du hast auf jeden Fall einen runtergenommen. Ich hätte jetzt gedacht, dass du ihn nach hier hinten so gestellt, aber hier ist der nicht. Der hat auch so eine Querstrebe, die hier nicht reinpasst. Glaube ich zumindestens. Ich glaube, das Ding ist weg. Ernsthaft? Ich find's zumindest nicht. Sophie, mach keinen Scheiß. Ich find's nicht. Ich seh's nicht. Oh hier ist keins. Gott. Es ist hier nicht. Wir kriegen das nicht wieder, oder? Ich weiß es nicht. Warte mal, ich leg das mal noch hier hinter. Warum hast du es nur beim letzten Mal angehoben?
Wo ist das denn? Ja, du hast den besseren Überblick von da oben, aber du siehst es nicht, oder? Ich sehe es auch nicht. Nee, ich sehe es nicht. Du, müssen wir mal in den Laden gucken, ob wir noch eins kaufen können, oder? Oh, ich muss niesen, Sophie. Dann nies. Ja, warte, geht gleich los. Oh, gerade im Keller hier. Bist du mit rein in den LKW? Ja, ich wollte kurz hier im Keller gucken, ob es hier drin steht, aber tut's nicht. Fahrzeughandel, Baustoffhandel, warte mal, was war denn das? War das Baustoffhandel, Fertigwandfabrik? Oh, oh, jetzt kommt's. Sophie, halt dich fest. Nein, ich bin nicht drin. Ich muss jetzt Licht gucken. Ah! Gesundheit. Oh, der war nicht schlecht, Sophie. Du hast mich einfach nicht mitgenommen. Oh, wow, echt? Ja. Warst du so langsam? Ich stehe hier einfach. Ich spring da. Zurückgelassen. Einfach zurückgelassen. Ich spring da rein in den LKW, komm. Warte. Warte. Ich komme. Kann ich da jetzt reinhüpfen, wenn du da drin bist? Ja, kann ich. Ja, na klar. Was machen wir denn mit dem Teil, was da denn drauf ist? Den Rahmen können wir doch einfach wegtun, glaube ich, ne? Ja, den Rahmen gibt man ja dann zurück, sozusagen. So, pass auf, dann park mal hier mal und dann willst du mal gucken, ob es hier noch was gibt? Geh mal vorrennen, ja. Ja, guck mal, ob es was gibt. Transportrahmen zurückgeben. Ja, weg damit. Das kannst du machen. Ja, wir haben ja nur 4 gerade da. Hallo. So. Was, 4? Wie, was? Oh, Anzahl der Pakete, 4. Oh doch, es ist scheinbar wieder hier. Ja. Okay, dann bestell uns nochmal 2 einfach. Obwohl ich beim letzten Mal... Ja, wir haben noch voll viel. Oh, wir haben jetzt sogar nochmal. Mehr geht nicht drauf. Okay, ja, wir müssen dann nochmal herkommen. Okay, dann let's go. Das, nee, lass mich nicht wieder zurück. Halt. Ja, vorne bei der Tür. Ja, du bist so schnell wie vorbeigefahren. Ein flotter Flieger. So, gut, dann düsen wir einmal. Der eine ist ja halb leer, der eine Transportrahmen. Das ist ja. Ja, ja, das ist wahrscheinlich der letzte. Hm. Aber deswegen passen die auch nicht. Das ist bestimmt die 2. Etage gewesen. Ja, irgendwie sowas. Ah, ist verrückt. Ey, Sophie ist verrückt. Ich dachte, ich hätte beim letzten Mal alle geladen. Also alles, was es. Oh, das war ein teures Auto. Naja. Ja. Das ist wie Lego-Technik. Baust du Lego-Technik oder sowas? Nee. Puzzeln? Nee, also halt nicht mehr in meinem Erwachsenenleben. Als Kind schon, aber jetzt nicht mehr, nee. Moment. Würdest du jetzt Lego-Technik einem Erwachsenen absprechen? Nee. Nein, um Gottes Willen, das will ich damit gar nicht sagen. Mein ganzes Zimmer ist voll Lego-Technik. Nein, ich finde das cool. So, Pascal zum Beispiel findet es auch super. Ich habe ihm zum Beispiel auch so mal geschenkt, so einen Iron-Man-Kopf aus Lego und so. Wie furchtbar. Ach, furchtbar, weil das kein Lego-Technik ist. Ist ja scheißegal, sieht aber schön aus. Ach, weiß ich nicht. Gut, ist ja scheißegal. Ja, aber stimmt. Nee, grundsätzlich, ich finde nicht, dass das was für Kinder ist, um Gottes Willen. Aber ich will damit nur sagen, ich habe das letzte Mal mit Lego was gemacht, halt als Kind. Mhm. Und das war aber kein Lego-Technik, sondern ein ganz normales Lego. Okay. Ich liebe Lego-Technik. Ich habe über 30 Modelle. Uff. Und habe noch 10 Modelle, die nicht aufgebaut sind. Ach du Heilige. Was sind das dann alles? Sind das dann so Kräne und so ein Zeugs? Ja, Kräne, dann diese Supersport-Serie von Lego. Also hier diesen Bugatti, diesen Porsche, diesen Lamborghini. Ach, das ist alles Lego, was bei dir da im Hintergrund steht? Das ist alles Lego. Ach krass, das habe ich ja noch gar nicht so erkannt, dass das Lego ist. Das ist alles Lego. Wo fahren wir denn eigentlich gerade hin, sag mal? Zur Baustelle. Fahren wir zur Baustelle? Ja, wir fahren zur Baustelle, eindeutig. Nein. Natürlich. Natürlich. Nein. Jetzt streite ich nicht mit mir rum, wir fahren zur Baustelle. Sophie. Hä? Ich werde es doch wissen. Ich bin der Mann. Ach, du fährst da lang. Ich bin der Mann und ich sitze am Steuer. Natürlich fahren wir zur Baustelle. Ja, hier vorne ist doch die Baustelle. Ja, okay. Ja. War das richtig? Ich weißt ich du, du erinnerst mich gerade an meinen Papa und meine Mama, wenn wir zusammen in den Ungarn... Oh nein. Wow. Wenn wir zusammen nach Ungarn in den Urlaub gefahren sind und da gab es noch keine Navigationssysteme, sondern da wurde das noch mit der Karte gemacht. Aber das waren Zeiten, ey. Frag nicht. War eine Erlebnisfahrt, schon mal hin. Ja, nee, tut mir leid, ich habe es irgendwie gerade falsch. Bist du Kran? Dann packe ich aus. Nicht demontieren. Eieiei. Ich gehe in den Kran, ja. So, und ich mache jetzt meine Musik an. Hier ist es noch zu wenig. Packst du die aber aus, alle, aus dem Rahmen? Ich habe die ausgepackt gerade. Ah ja, sehr gut. Toll. Also war der hinten den noch nicht? Vorne die 2 sind ausgepackt. Ich weiß jetzt aber nicht, welches wir brauchen.
Ja, mal, das sind die hier. Das sieht man doch schon. Das sind die. Das sind die, Sophie. Das sind die. Das sind die für die zweite Etage, die anderen. Ja, das kann sein. Macht ja auch Sinn, wenn die so ein Querstreben haben. So eine Querstrebe, genau. Ich würde das gerne googeln. Ich habe gerade nichts zu tun. Google das mal. Obwohl, ich bin mir nicht sicher, ob ich dir vertraue. Wenn du jetzt zu einem Ergebnis kommst. Ich bin mir nicht sicher. Ich öffne immer ungern meinen Browser während der Aufnahme. Und ich weiß nicht, welchem Fenster er aufgeht. Alter, nicht was du denkst. Nicht was du denkst, aber es kann ja sein, ich habe noch das YouTube-Dashboard offen oder so. Da sind ja auch ein paar sensible Sachen dabei. Hä, aber als ob du, warum machst du denn eine Bildschirmübertragung? Mach doch eine Spielübertragung. Nein. Warum nicht? Na, weil ich doch dann, wenn ich im Livestream bin, dann will ich doch mal was sagen. Lass mich mit meiner Pragmatik. Ja, okay, Entschuldigung. Hier in Ruhe. Kann ja wohl nicht wahr sein. Entschuldigung, ich habe zwei verschiedene Szenen für Livestream und Aufnahme. Ja, habe ich auch. Ja, aber hey, dann auch. Wann ist denn das für ein Argument, dass du dann sagst, ich will das im Livestream dann aber zeigen können? Es sind beide Bildschirmübertragungen, weil mit der Spielübertragung das manchmal nicht so richtig funktioniert. Oder funktioniert das immer? Ja. Ausnahmslos. Also ich hatte keine Probleme bisher. Noch nie? Wenn, dann ist das Jahre her. Okay, dann haben die das gefixt. Nein, ich mache immer Spielübertragung. Das ist halt genau so, weil dann liegst du nichts. Oh, ich habe auch mal. Ist dir schon mal passiert, dass du Scheiße so im Stream geleakt hast? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Oh! Oh! Oh, Hilfe! Oh. Bist du da drin? Ja. Also, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube so richtig was. Nö, habe ich noch nicht geleakt. Okay. Nee. Was hast denn du mal geleakt? Nee, nichts Schlimmes oder so. Aber ich habe zum Beispiel mal. Ist noch gar nicht lange her, zum Beispiel. Da habe ich dummerweise mein Discord geöffnet und genau im Discord war dann der Chat offen mit Pascal und da hatten wir so Spielecodes alle aufgelistet, ganz fein säuberlich, wir verlost haben. Herrlich. Ey, ich bin vorher hintergefahren, dass du es nicht so weit hast. Achso, warte, wo? Achso, da. Ja, und dann muss ich da auch ganz schnell das VOD löschen. Ja, sonst wären die ganzen Codes natürlich. Sonst wären die Codes unbrauchbar gewesen. Ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt jemand mitbekommen hat oder so. Da muss man ja auch fix gewesen sein, um das dann zu sehen. Aber es gibt ja oft so Schlitzohren, die sowas dann direkt mitkriegen. Ja, nee, aber ich glaube sonst noch nichts Schlimmes irgendwie oder so. Nö. Ich glaube nicht. Nee, also was Schlimmes habe ich auch noch nie geleakt. Nee, aber jetzt muss ja aber auch dazu sagen, was auch. Also, ja. Auch markierten Bereich nee. Räumen. Wir müssen dahin die Dinge wegtun. Die stehen da drin. Guck mal, ob du die, schau mal, ob du die hier drüben in diesem Baustoffbereich abladen kannst. Wo ist denn der hier links? Der ist rechts neben dem LKW. Also hinter dem LKW. Ja, okay. So, warte mal, den kann ich schon mal rausfahren. Dann kann die Walze schon mal weg. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich weiß, ich bin halt so ein Freund, weißt du, stell so alles einmal ein und dann funktioniert das so never run is, never touch a running system mäßig. Change, aber ja. Never change touch a running system. Nein, das kannst du. Du kannst never change a running system. Das habe ich noch nie gehört. Aber du kannst auch never touch a running system sagen. Nee, das sagt doch kein Mensch. Auch absolut Sinn, dass man den laufenden System nicht anfassen sollte. Aber ist das auch so im Englischen? Macht touch auch Sinn so? Never touch a running system. Ich verstehe schon, aber. Sagen das Menschen? Außer Tino? Das würde mich jetzt mal in den Kommentaren interessieren. Ja, schreibt mal bitte in die Kommentare. Sagt ihr never change a running system oder never touch a running system? Oder kennt ihr beides? Das wäre ja auch noch. Also, wenn jetzt jemand sagt, er sagt touch, dann sagt er das nur aus Sympathie zu dir. Na, siehst du? Und jetzt ist schon wieder unglaubwürdig jetzt unsere Umfrage. Nee, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das habe ich noch nie gehört von einem Menschen. Never touch a running system. Noch nie. Gib das mal, gib mal never und dann gibst du einfach nur mal touch ein und dann kommt sofort dieser Satz. Ja, aber wenn du eingibst never change, dann auch. Ja, natürlich, weil du das auch sagen kannst. Macht ja Sinn. Macht Sinn. Ja, gut. Ja, aber never touch a running system, das ist doch so, also das klingt doch viel besser. Ja, ich weiß noch nicht, ob das so was Eingedeutschtes ist, weißt du? Weil, fass es nicht an, so auf Deutsch, aber ob das jetzt so im Englischen, ob man das da auch so sagt, so, naja, weißt du, wie Moment. Ich meine? Aber Moment, wenn du jetzt was baust, angenommen, du baust irgendwas, völlig egal was, und dann läuft das, dann sagt man doch auch so,
Oh, nicht anfassen, es funktioniert. Ja, das weiß ich halt nicht. Das ist ja genau das, was ich mich frage, ob man das im Englischen auch sagt. Entschuldigung, sagt, ich bin nicht so ein Englisch-Profi. Ich würde eher sagen, ich würde, dieses Change ist ja eher so ein bisschen... du sagst ja nicht, oh, lass uns nichts verändern, es läuft. Ja, doch. Ja gut, das kann man auch sagen, hast schon recht. Ja, nicht. Nee, ach Mann. Na gut, also, aber okay, du machst also immer eine Bildschirmübertragung. Nee, das wäre mir viel zu. Da hätte ich wirklich Angst, dass ich dann irgendwelche Sachen da, keine Ahnung. Ja. Nee, ich werde das, aber ich kann das mal ändern. Also, du wirst lachen. Ich weiß auch nicht. Ich habe das immer gemacht mit Dings. Mit Spielübertragung. Und da hatte ich immer mal Probleme gehabt, dass ich dann sozusagen bei OBS. Da wieder Rechtsklick-Eigenschaften drauf musste und dann musste ich das Spiel auswählen, weil es das rausgehauen hat, irgendwas, keine Ahnung. Ach so, naja, ich muss zum Beispiel, also ich habe halt ein, ja gut, du hast tatsächlich damit mehr Klicks, weil ich habe halt eine Spielübertragung, also ich hatte, früher hatte ich das so, dass ich quasi für jedes Spiel, was ich aktiv spiele, eine Spielübertragung hatte. Mhm. Also ich hatte, die Spielübertragung war quasi ein Ordner. Mhm. Und da habe ich halt jedes Spiel eingefügt, weil du musst ja, da steht ja immer drin, dass ja genau das muss ja genau das Spiel sein, damit die Spielübertragung das erkennt. Mhm. Und jetzt gerade aus Grund von Ressourcen schonen, habe ich halt nur eine Spielübertragung und muss dort jedes Mal das Spiel drin ändern, was übertragen werden soll. Und da haben wir es doch. Ja, genau. Ja, ja, genau. Aber das, da ist, ja, das ist ja kein Problem. Also ja, aber genau das... Ja, da sind wir wieder beim effizienten Arbeiten angekommen, ne? Ey, das klingt echt blöd, ne? Ich hoffe, ihr lacht mich dafür nicht aus oder so. Nee, warum? Aber das ist mir schon zu viel. Echt? Das ist mir schon zu viel, da dieses jedes Mal da reinklicken, jedes Mal dieses Spiel umstellen und so weiter. Du würdest meinen PC hassen, ey. Schon allein, ich ändere ja auch immer jedes Mal die Auflösung, ob ich jetzt streame oder aufnehme, ist ja auch jedes Mal eine andere und so. Ja, da, das ist tatsächlich so eine Sache, mit der bin ich noch hart am struggeln. Weil das Problem ist, ich nehme 2K auf. Ja. Und tatsächlich ist es aktuell so, ich streame auch in 2K. Ja, ich habe neulich erst, habe ich tatsächlich darüber debattiert mit Pascal. Ja, ich bin mir halt, ich bin nicht zufrieden damit, weil ich glaube, dass das die Auflösung verschlechtert. Hm. Oder? Kann das sein? Ja, also mich brauchst du da nicht fragen. Ich weiß nur, zum Beispiel, normalerweise hast du ja da die 1080 oder so. Mhm. Und ich habe ja immer auf, ich streame immer auf 936. Weil warum mir das, eigentlich? Ja, weil mir mal erklärt wurde, dass das echtes 16:9, ja. Ja, verstehe. Dass der PC das nicht noch umrechnen muss, sozusagen. Und du siehst halt, mit dem bloßen Auge siehst du keinen Unterschied zwischen 936 oder 1080. Aber dein PC muss weniger Leistung aufbringen, um das irgendwie umzurechnen. Ja gut, an Leistung mangelt es nicht, von daher... Ja, klar, ja, ja, klar, das war jetzt bei mir immer nur so ein... Ja, ja, ich verstehe, wenn du... Eigentlich musst du das da einfädeln, ne? Mann, ich mach das schon die ganze Zeit, aber das... Oh. Ah, okay. Aber, lassend. Ja. Ich weiß ja nicht. Ich meine, du schaust ja auch ab und zu mal bei mir im Stream vorbei. Hast du schon mal gedacht, die Qualität ist aber nicht so geil bei Manus? Also nicht direkt so, aber du hast halt voll oft, dass dein Bild pixelt oder so, ne? Und ich weiß nicht, ob das vielleicht, also ich habe das sehr oft in deinem Stream, verhältnismäßig oft im Gegensatz zu anderen Streams, dass das Bild dann pixelt oder sowas. Und ich weiß nicht, ob das... Nee, meistens Fullcam fällt es mir auf. Oh, echt? Ja, dass es dann so pixelig wird. Aber da bin ich, habe ich jetzt keine... Also da, ich habe ja wirklich technisch gar keine Ahnung, ob das jetzt damit zusammenhängen könnte oder nicht. Keine Ahnung. Das wäre natürlich mal interessant. Aber warum... Ich meine, du sagst ja selber, du hast die Leistung. Warum benutzt du nicht zweimal OBS? Also zum Beispiel nämlich auch so ein Ding, du hast ja auch immer in deinen, wenn du jetzt live im Stream, jetzt zum Beispiel in Bildet oder so, aufnimmst, hast du ja auch immer die ganzen Alerts und so mit im drin. Ja, und warum machst du nicht ein zweites OBS einfach? Eins für Aufnahme, eins für Livestream? Ich habe darüber schon mal nachgedacht, aber ich hab das nie ausprobiert. Kann man zweimal OBS installieren und zweimal verwenden? Klar, das Einzige, wo du gucken musst, ist mit deiner Kamera. Du brauchst so einen Kamera-Switch-Dingsel-Bumsel. Ja. Dass du die Kamera halt zweimal einbinden kannst, sonst gibt es ja immer Probleme. Wenn das, du kannst ja auch nicht... Hey, du bist im Weg. Ich bin im Weg. Genau. Sonst kannst du ja die Kamera nicht zweimal einbinden. Das hat man ja auch, wenn man jetzt irgendwie auf Discord die Cam übertragen will und OBS offen hat und so. Das geht ja auch nicht. Ja, genau. Genau. Aber ansonsten geht es problemlos. Und da gibt es ein kleines Programm, oder wie?
wie ein kleines. Der Kamera. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Gerät. Aber, oh, das weiß ich jetzt auch wieder nicht genau. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist ein Gerät. Ach so, dass du dann quasi umschaltest, wenn du die Zähne wechselst, musst du dann auch die Kamera umschalten. Nee, du musst nichts umschalten. Du musst nur, ich glaube, du brauchst nur irgendwas Technisches, was es dir halt ermöglicht, zweimal das Kamerabild einzubinden. Aber du schaltest nichts um an sich. Hm. Aber, oh, ich will jetzt auch nichts Blödes sagen und mich zerreißen alle in den Kommentaren, dass das totaler Schwachsinn ist. Nee, ich glaube, nee, aber man weil kann das auf jeden ja Fall, man kann auf jeden Fall irgendwie sowas da, man kann da auf jeden Fall was reinmachen, dass man eine Kamera halt mehrfach einbinden kann, dass das funktioniert. Das wäre ja super. Das wäre echt genau. super. Genau. Und dann kannst du, dann hast du nämlich deine Alerts auch nicht mehr in den Aufnahmen und so. Naja, also, ja, das wäre eine wichtige Sache. Wobei ich ja sagen muss, die Alerts habe ich aus. Also bei mir ist nur diese Anzeige sozusagen. Nee, ich wollte gerade sagen, optisch sieht man sie ja. Optisch, aber nicht akustisch. Aber hast du überhaupt akustische Alerts? Wow! Natürlich habe ich akustische Alerts. Ich bin mir gerade nicht sicher, Entschuldigung. Mann! Ja, ich habe alles akustisch, außer Follower. Okay, Entschuldigung. Kannst du bitte dein Kläppchen öffnen? Ja, sehr gern. so, bitte. Danke. Klappe ist offen. Ja. Oh, unser Arm ist nicht lang genug, ey. Wir stehen ganz schön, naja, müssen wir mal schauen. Müssen wir nochmal umpacken? Hier. Nee, ich will das mal probieren, weil ich denke, wir müssen ja eh nicht alles gießen. Okay. Gießen an. Nee, weißt du was, dann will ich mich da mal erkundigen, dann werde ich das mal machen. Also ich kann auch echt gerne nochmal, Pascal weiß das safe. Ja, ich hätte ist sowieso ihm geschrieben. okay. Ja, wenn er das weiß, warum ja, er soll weiß ich es auf jeden suchen, Fall. Ne? Er weiß es auf jeden Fall. Ja. Okay. Okay, das wäre echt eine witzige Sache. Ja, das ist cool. Ich habe früher immer, was heißt früher, bis vor kurzem noch, wenn ich was hatte, immer Nilsson gefragt. Weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Genau. Ich glaube, jeder Streamer und YouTuber kennt Nilsson, oder? Ja. Und den hatte ich immer gefragt und alles. Und der hatte mir auch mal hier geholfen gehabt mit dem Dual-Setup und so weiter. Mhm. Aber den will ich jetzt auch nicht ständig auf den Sack gehen, wie immer wegen jeder Kleinen. Aber der macht das doch gegen Geld dann auch richtig, dass er hilft beim Einrichten und sowas alles, ne? Das weiß ich nicht. Ach, bei dir nicht? Oh. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Okay. Oh. Meine Baumaschine ist leer. Ja, ich shit schon wieder. Oder schütt ich? Nee, ich shit nicht. Hallo, shit. Ich glaub, warum? Ich kann schon wieder nicht. Mir fehlt die Berechtigung. Oh. I'm sorry. Warte ganz kurz. Bautrop SEK Mitarbeiter. So. Entschuldigung, vergesse ich immer. Ja. Jetzt kannst du. Jetzt kannst du wieder Geld raushauen. Vibe. Perfekt. ja, nee, oh Gott, ich will jetzt auch nichts. Ich weiß auf jeden Fall, dass man ihn ja richtig so buchen kann, sozusagen, für technischen Support. Wo ich sagen muss, also finde ich gut, dass er das anbietet, weil er muss ja auch sehen mit seiner Zeit. Ne? Ja, natürlich. Ich finde das auch völlig legitim. Ist ja eine Dienstleistung, die er da bringt. Definitiv. Und ich muss sagen, also ich kann ihn auch nur empfehlen. Also das ist, der Nils ist echt krank. Also der ist krass, der Typ. Der ist wirklich krass. Der weiß einfach alles. Der weiß alles. Ja. Egal was es ist, der weiß alles. Und ich habe so lange über Lösungen nachgedacht, da habe so einen Call mit ihm gemacht. Und war nach 5 Minuten, hat er gesagt, so komm hier, ich mach mal Paint auf. Dann kann man das ein bisschen visualisieren. Und hat mir da ganz pragmatisch sowas aufgezeigt. Ich so, wow, stimmt, das ist es. Ja, wo ich so gar nicht drüber nachgedacht hatte. Aber gut, manche Sachen weiß man auch einfach nicht, dass es die gibt. Nein, woher auch? Richtig. Hattest du vor deinem jetzigen Setup auch schon ein Dual-Setup? Nein. Ja, ich glaube, also das ist auch was, was mir wirklich, wenn ich irgendwie was erzähle von wegen Dual-Setup, jeder ist immer, so, weißt du... Dual-Setup ist einfach auch wirklich anfällig. Es ist einfach kompliziert auch. Also das muss man ganz klar sagen, darüber sollte sich jeder bewusst sein, dass ein Dual-Setup eben nicht einfach so mal 2 Computer hinstellen ist. Ja. Ich muss aber dazu sagen, nachdem ich Amazon mit Kabeln leer gekauft habe, bei mir war ja noch das Problem, das kam erschwerend hinzu, dass diese beiden PCs im Hintergrund stehen sollten. Wollte und ich gerade sehen fragen. Sein. Du hast ja so, musst ja extrem lange Kabel haben, ne? Ja, ich habe 5 Meter Kabelweg. Ach du Scheiße. Also teilweise sogar 7. Ist das problematisch bei irgendwelchen Geräten? Also so Kamera, weil ich weiß es wirklich nicht. Kamera, Mikrofon oder sowas, gibt es da so Probleme, wenn man so lange Kabel hat und es so weite Wege sind? Oder ist das Wumpe? Naja, ich sag mal so, ich habe alles aktive USB-Verlängerungen. Das heißt, das sind USB-Verlängerungen, die das Signal nochmal verstärken. Mhm. Das wird, glaube ich, ab 3-4 Metern wird das dann auch schon etwas haarig. Und wenn du das nicht nimmst. Okay.
Und ansonsten habe ich halt einfach sehr hochwertige Kabel gekauft. Das musst du, glaube ich, einfach machen. Okay. Also du musst dann wirklich auch Geld ausgeben für Kabel, sonst bringt das halt nichts. Ja. Genau, aber ja, nachdem das hier alles soweit gemacht war und so weiter läuft, also mein Dual-Setup läuft ja auch jetzt tadellos, muss ich dazu sagen. Ich nutze es halt aktuell nur für die Racing-Spiele. Das ist halt das Ding. Ach also so? Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt am Racing-Rig sitze, dann läuft sozusagen, die Rennspiele laufen alle über den Gaming-PC und ja, der Rest dann über Dings. Aber wenn du jetzt zum Beispiel LS spielst, dann machst du das auch über den Streaming-PC? Genau, weil der ja, einfach... Gut. Ich hab... Upsi, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Das Problem war halt einfach, ich hätte nicht gedacht, dass der Streaming-PC nach dem Upgrade und der 4070 Ti so viel Power hat. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja, wenn du da eine 4070 drin hast, dann ist das ja auch ein Kracher so, also. Ja, ja. Wie gesagt, ich habe jetzt eine 2070. Kannst du die mal auspacken, ganz kurz bitte? Wo sind die denn? Auf dem LKW. Ach so, hä, haben wir die schon geholt? Oder hast ich habe die gemacht? Geholt, während du hier Decke gebaut hast. Mir gar nicht aufgefallen. Ja, kannst du mal sehen. Perfekt. Mhm. Gut, gell? Sehr gut. Ja, also eben deswegen, ich habe ja jetzt gerade auch aktuell ja noch eine 2070 Ti drin. Also. Ja, ja, das ist klar. Das also bei dir macht ja das. Bei dir macht das. Das war ja damals schon, wir hatten uns unterhalten wegen dem Bildet-Projekt und so weiter und so fort. Und da hast du ja damals schon gesagt, ja, muss ich schauen, ob das klappt, streamen und aufnehmen. Ja. Ey, das war echt mein großes Glück, dass da ein OBS-Update kam. Und seitdem das nicht mehr funktioniert, also das wieder funktioniert. Ich hatte immer eine überlastete Codierung. Das war so ätzend. Und ja, das Schlimme ist, ich weiß ja Frameverlust. Ja, und das Schlimme ist, dass zum Beispiel, weil ganz viele haben mich dann auch immer gefragt, so, ja, aber die Spiele, die du spielst, sind doch gar nicht anspruchsvoll für einen PC. Und dann habe ich gesagt, das stimmt, aber die Sachen sind, also wenn du halt irgendwelche kleinen Simulatoren spielst oder so aus irgendwelchen kleinen Entwicklerstudios, die sind zwar nicht anspruchsvoll, aber die sind einfach scheiße programmiert. So im Vergleich zu anderen Games, ne? Das heißt, die sind so ressourcenfressend, obwohl sie das, also ne, obwohl man sich fragt, warum. Aber ja, weil sie einfach kacke programmiert sind. Und man muss sagen, auch wie der LS zum Beispiel, der, wenn du dann Mods drauf hast, wenn du mit 16 Leuten auf der Karte spielst und so weiter und so fort, abgesehen, dass die Synchro sowieso am Arsch ist, ist es tatsächlich auch relativ anspruchsvoll. Ja, also da wird es dann auch ressourcenlastig. Nee, aber das ist, ja, das ist so das Ding. Krass. Nee, freut mich aber, dass du da jetzt auch neue PCs bekommst und alles. Finde ich echt klasse. Ich freue mich auch so. Ey, das also, ist so richtig wie Weihnachten, ne? Ja, das ist krasser als Weihnachten. Weil vor allem, ich kriege ja nicht nur einen neuen PC. Es ist ja, eigentlich ist es ja wie bei dir. Du hast ja auch den ganzen Raum umgebaut, ne? Im gleichen Zuge. Ja. Genau. Ja, ja. Und ich ziehe ja sogar in einen anderen Raum bei uns. Also Pascal und ich, wir tauschen ja unsere Arbeitszimmer sozusagen. Und ich konnte, also er hat tatsächlich, er wusste noch nicht vorher, worauf er sich einlässt, aber er hat zu mir gesagt, was hättest du gern in dem Raum? Ich setze es dir um. Und ich war so, okay. Nicer, nicer. Ja, und das dann gut. Und jetzt habe ich mir das halt wirklich so, wie ich mir das immer träumt habe, so habe ich mir das jetzt gewünscht. Und wir haben es ja zu großen Teilen auch schon so umgesetzt. Willst du ein bisschen was erzählen oder ist das dann... Nee, ich habe es noch gar nichts davon. Ich habe noch nichts erzählt. Ja, okay. Noch nichts gespoilert. Aber es wird auf jeden Fall... Also ich sag schon mal so viel. Seitdem, also das habe ich, seitdem ich streame und seitdem ich weiß, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich habe mir zum Beispiel immer wie hast du das da aufgehangen? hoffentlich kriegst du es jetzt mal wieder raus. Klaro. Ja, erzähl weiter. Wünsche ich mir, dass man zum Beispiel halt irgendwie was mit Lichtern im Hintergrund und als ich gehört habe, dass man die mit den Alerts im Stream verbinden kann, habe ich gedacht, das ist ja der Himmel auf Erden. Ja, ja. Das finde ich ja so übertrieben cool, dass machen kann. Willst du die anderen noch setzen? Kann ich machen, ja. Ja, das ist tatsächlich cool. Definitiv. Ja, also ich meine, bei mir ist immer schwierig, weil ich streame ja eigentlich nicht abends. Das heißt, mal gucken, wie das so mit der Belichtung überhaupt wird. Und dass man das überhaupt dann sieht. Aber auf jeden Fall habe ich Lichter. Prinzipiell erstmal eine coole Idee. Ja, genau. Und wir haben halt auch viele Sachen so gemacht. Warum habe ich nicht nur so eine kleine Wand? Fehlt jetzt noch die was? Die muss noch hinter, ja, ganz hinten. Ach, die zwei. True. Was wollte ich jetzt sagen? Ich mache das ja auch für mich, den Raum so, ne? Also ich mache das ja jetzt nicht nur für den Stream oder so, dass es schön aussieht, sondern ich werde ja auch so viele Stunden in dem Raum verbringen und will mich da ja auch drin wohlfühlen. Genau, das ist nämlich das Ding. So ein Streaming-Raum, so ein Gaming-Raum, der muss gemütlich sein. Ja, voll. Da musst du einfach so reinkommen und musst Bock haben. Ja. Weißt du? Ja. Und deswegen habe ich meinen so auch umgebaut. Der war so
bisschen vollgemüllt, hat sich immer mehr angesammelt. Mm. Dann, weißt du, ach, das Zeug, das ganze Kamerazeug lag alles draußen, war kein Platz, also für die, für das Outdoor-Equipment, mm. weißt du? Ja. Und alles. Und ich habe gesagt, Mensch, ey, ich muss hier umbauen. Und jetzt auch mit dieser Holzwand im Hintergrund, mit diesen LEDs drin. Dann noch habe ich an der Seite noch so ein Sideboard, das sieht man im Stream gar nicht, aber da ist alles aufgeräumt drin, weißt du wie? Ja. Und dann noch Regale und oh, es ist einfach so viel angenehmer und schöner jetzt. Ja. Also, und dann, da bist du ganz anders drauf. Du gehst hier rein und ja, ja, glaube ich. Hast Bock. Aber weißt du, was auch so witzig war? Ich habe neulich auch mit Pascal zusammen haben wir ein Video von dir geguckt, aber ein älteres Video. Ich weiß gar nicht, ob das True Farming war oder so. Oh, nein. Irgendwas Älteres auf jeden Fall. Hm. Und da habe ich auch gesagt, ich so, ach guck mal, da ist ja noch das alte Setup. Ist nichts Schlimmes jetzt. Okay. Nee, da habe ich nur gesehen, dass das ist ja noch das alte Setup. Und es war so lustig, weil meine Reaktion daraufhin war, ach guck mal, das ist ja viel heller. Und ich assoziiere halt einfach mit hell gleich ein bisschen freundlicher. So? Ja, ja, ja. So, und ich habe gesagt, ich so, ach krass, ich finde es hell eigentlich auch echt schön. Und Pascal war so direkt, nee, ich finde es dunkel viel geiler. Also okay. Ist auch wieder, glaube ich, so ein Männer- und Frauending. Ja, ja, ja. Ob man es jetzt halt lieber so ein bisschen... Ja, aber ist ja oft war, so, Frauen-Gaming-Raums sind halt oft weiß und so, ne? Und Männer ja. Eher dunkler. Ja. Ja, bei Frauen, der steht auch so ein bisschen Deo hinten rum. Guck mal, bei mir, da gibt's einen Sportwagen im Hintergrund und einen ja. Computer. Ja. Und LEDs. Oh mein Gott, so, ich bin so gespannt, was du sagst, wenn mein Raum fertig ist. Ich will, ah, nee, ey. Mein Raum ist wirklich der Inbegriff von Frau und von Mädchen, sogar mehr als ja, Frau, glaube ich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber schön, wenn's dir gefällt, freut mich das. Nee, ich so. Glaube, es wird super. Aber wir haben erstmal fertig hier. Sehr gut. Und wir können den Bereich räumen. Sophie, ich würde sagen, ja, wir machen in der nächsten Folge dann fertig hier unser Bauwerk. Ja, auf jeden Fall. Ach, guck mal, es müssen nochmal fertig werden, da hin. Ja, wir müssen scheinbar nochmal welche holen. Schau sehr gerne auch auf dem Kanal von Tino vorbei. Den verlinke ich dir ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich mich wie immer auch sehr darüber freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt und auch einen netten Kommentar schreibst. Und dann sehen wir uns im nächsten YouTube-Video wieder.